Hey Freunde, Notruf Hamburg hat ein neues Update. Das sehen wir direkt auch hier beim Startscreen, dass wir hier jetzt eine Deutschlandflagge im Balken haben. Finde ich sehr cool. Und wenn Deutschland die EM gewinnt, dann bekommen wir hier einen neuen Code, für den wir 25.000 Euro bekommen. Also muss Deutschland ziemlich weit kommen. Deutschland hat gestern ein schönes 5:1, glaube ich, hingelegt. Also sieht das ganz schön gut für uns aus. Es gibt hier aber ein neues Update in Notruf Hamburg. Und das neue Update beinhaltet zum Beispiel einen Merch-Shop für Notruf Hamburg-Merch. Und hier vorne in der Hafen City ist der Merch. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass hier so ein fetter Block steht. Oh Mann, ey. Warum bauen die hier einen fetten Block hin? Was soll das denn? Es sieht ja voll schlimm aus. Der Block sieht schlimm aus. Oh mein Gott. Aber hier haben wir einen Merch-Shop. Das finde ich cool. Notruf Hamburg Merch Shop, ey. Das ist geil. Da müssen wir uns mal direkt was kaufen. Blau, lila, rot, schwarz. Ich glaube, ich hole mir das in weiß. Die haben sogar einen Emergency Hamburg Cap. Okay, wir holen uns das hier mal. 5 Robux. Okay, das günstigste, was geht. Kaufen. Der Head kostet 75. Ist auch das günstigste, was geht. Haben wir uns geholt. Und die Soccer Pants. Kaufen wir uns auch. Ey, wartet. Kann man den ausrauben? Junge, man kann den ausrauben. Geil. Ey, man kann den ausrauben. Das ist gut. Ich hoffe, dass der Merch-Shop hier bleibt. Das wäre so witzig. Aber was ich nicht hoffe, ist, dass der Haufen da bleibt. Ich hoffe, der geht weg. So, jetzt ziehen wir uns mal schnell um. Jetzt sehen wir einfach aus wie ein Emergency Hamburg Fußball-Fan. Das, finde ich, ist eine coole Neuerung. Also das können die gerne drin lassen. Aber diesen komischen Block da hinten, der sieht ja ganz schlimm aus. Da ist der schöne Meerblick oder der schöne Flussblick ist jetzt weg. Aber es gibt noch eine weitere Neuerung, und zwar beim Fahrzeugdealer. Bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Aber beim Fahrzeugdealer soll es ein Update in der UI geben. Ah, eine Suche. Ah, Quads kann man sich anzeigen lassen. Convertibles, also Cabrios, alle Electrical Fahrzeuge und alle, die ich habe. Und einfach alle. Und sorry, aber dann merkt ihr jetzt schon mal, Quad, es gibt nur ein Quad. Und den Fahrzeugcamp, der lohnt sich eigentlich gar nicht. Es gibt diese drei Cabrios und das Quad. Und bei Electric Game Pass gibt es auch nur diese drei. Also, Freunde, da würde ich so ein bisschen Abstand halten vom Fahrzeug Game Pass. Würde ich mir eher den Crime Game Pass holen. Da soll es nämlich auch eine Neuerung geben. Aber es gibt hier noch eine andere Neuerung. Die schreiben hier, Added Sale System where we put some items, vehicles on sale temporarily. Vielleicht werden nicht mehr alle Autos zur gleichen Zeit verkauft. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr rausfindet, was das ist. Aber es kann auch sein, Discount. Warum haben wir hier einen Discount? Guck mal, das ist auch neu, oder? Ach, on sale. Ah, on sale meinen sie, dass es da einen Rabatt gibt. Ah, cool, 15% Rabatt. Ah, jetzt haben wir das auch rausgefunden. Haben wir noch ein anderes Auto mit Rabatt? Ja, hier. 15% Rabatt. Ey, jetzt lohnt sich es echt, hier oft vorbeizuschauen. Da könnt ihr echt einen saftigen Rabatt kriegen. 15% ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ansonsten gibt es hier halt noch ein cooles neues Feature, das Feature wurde verbessert, und zwar das Navigationssystem. Ich bin jetzt hier beim Fahrzeugdealer und ich sag jetzt mal, dass ich zur LKW-Firma will. Dann geht ihr hier dieser grüne Strich lang. Und wenn ich jetzt aber einfach einen anderen Weg fahre, dann aktualisiert sich jetzt gleich das Navigationssystem. Und das finde ich sehr praktisch, oder? So, habt ihr gesehen, das Navigationssystem hat sich aktualisiert. Aber es schickt mich hier rechts lang durch den Kreisverkehr. Anstatt die Richtung, wo ich gerade eben sowieso weiterfahre. Das ist mein Auto kaputt. Aber ich bin ja Admin, also kein Problem. Kann man jetzt einfach hier so die Strecke lang fahren. Was passiert jetzt, wenn ich auf die Gegenspur fahre? Der müsste mich eigentlich zurückschicken. Wie lange dauert das? Ist das aktualisiert? Kann man hier stehen? Schon eine Weile. Aber das aktualisiert doch vielleicht auch gar nicht. Testen wir mal. Wir fahren hier mal rechts rum. Vielleicht aktualisiert das auch nicht, weil ich das auf habe. Obwohl doch. Ja, passiert. Okay. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass die Arrestweite von Polizisten verringert wurde. Also Cuffrushen ist jetzt nicht mehr so einfach. Es wurde um 13% reduziert. Ansonsten war das ja ungefähr von hier bis da schon, wo man, wenn man offline gegangen ist, arrested wurde. Ich glaube, das gibt es immer noch. Aber Cuffrushen wird jetzt schwieriger, weil die Entfernung halt reduziert wurde. Das finde ich schon, ist schon ganz schön gut, weil es regt mich einfach immer so auf, dieses Cuffrushen. Das glaubt ihr gar nicht. Cuffrushen ist echt immer ein bisschen doof, aber wurde jetzt ja reduziert, die Reichweite. Und das finde ich schon echt eine tolle Sache. Jetzt müssen wir aber mal ganz schnell zu einem Dealer fahren.
Denn beim Dealer gibt's auch eine Neuerung, Freunde. In diesem Update gibt's nur viele, ja, viele kleine Neuerungen. Das größte ist ja dieser Merch-Shop. Aber die kleinen Änderungen, das sind auch schon tolle Änderungen, wo man vielleicht nochmal für das Spielgeschehen ein bisschen was hat. Und zwar für Nahkampfwaffen wurde was geändert. Ich kaufe mir einfach mal das Messer und den Metallschläger. Metallschläger ist einer meiner Lieblingswaffen. Und ihr seht das jetzt schon, wir haben jetzt hier dieses Crosshair haben wir jetzt hier. Aber man kann nicht rechts zielen, das finde ich ein bisschen schade. So eine Nahkampfansicht haben wir nicht. Aber jetzt kann ich halt so draufhalten auf die Person und muss nicht meine Avatar selber drehen. Vorher musste ich immer so gucken und dann draufhauen. Aber jetzt habe ich ja dieses Crosshair. Wenn ich da hin zeige, dann haue ich den direkt eine rein. Nahkampf müsste dadurch einfacher geworden sein. Vielleicht sehen wir in dem nächsten Update deswegen auch, dass die Nahkampfwaffen ein bisschen weniger Schaden machen. Mal schauen. Also der Baseballschläger hier, der Metallschläger ist ja schon eine sehr starke Waffe. Deswegen finde ich ihn auch so gut. Aber wir kommen nochmal zurück zur Map. Wir klicken hier drauf und die Navigation soll verbessert worden sein. Und zwar, oder die Bedienung eher gesagt. Aber wenn ich da raufklicke hier, weiß ich nicht, was jetzt hier verbessert worden sein soll. Improve Minimap UI to display controls better on PC and console. Also die Minimap, gar nicht die große Map, die Minimap. Aber man sieht das doch. Also weiß ich jetzt nicht, was hier genau verändert wurde. Aber okay. Freunde, es gibt noch eine Veränderung für Leute mit dem Crime Boss Game Pass. Wenn ihr den Crime Boss Game Pass auch haben wollt, schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare heute Abend um, sagen wir mal, 19 Uhr, 20 Uhr. Suche ich mir jemanden raus aus den Kommentaren, den pinne ich dann an und der bekommt die Robux dann für den Crime Boss Game Pass. Dafür müsst ihr aber in meiner Roblox-Gruppe seit mindestens 2 Wochen sein, sonst geht das nicht, sonst kann ich euch die Robux nicht geben. Link in der Videobeschreibung. Okay, wir gehen hier rauf auf die Crime Boss App, also auf die Crime App, ziehen uns die Schutzausrüstung an. Und ja, das sieht gefährlich aus, Junge. Mit kompletter Montur, mit einem kompletten Helm, Alter. Wir haben jetzt einen Helm auf und eine Sturmhaube. Und hier so eine neue Weste, glaube ich. Sieht krass aus. Also wenn ihr den auch haben wollt, schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Heute Abend verlose ich Robux an eine Person, die in meiner Roblox-Gruppe ist. Vielleicht hast du ja Glück. Es gibt aber noch mehr Neuerungen. Und da sind wir hier beim Krankenhaus eigentlich schon ganz richtig. When taking medical tools or when selling robbery loot, you will now sell take all items at once instead of having to click the button multiple times. Also, ich glaube, das ist im Krankenhaus, wenn man als Sanitäter da unterwegs ist. Ich muss mal meine Waffen loswerden, damit ich euch das gleich zeigen kann. Aber bis dahin muss ich vielleicht, ich werde meine Waffen, glaube ich, gleich los. Ich muss aber jetzt eben zum Juwelier und muss mal da mal den ausrauben, damit ihr seht, was im neuen Update drin ist. Denn wenn man jetzt Juwelier zum Beispiel verkaufen soll, da muss man nicht immer nur wieder Sell machen, obwohl ich das eigentlich ganz cool fand, weil man dann merkt, wie viel man gerade gelootet hatte. Man kann jetzt wohl alles auf einmal verkaufen, aber das prüfen wir einmal nach, indem wir uns jetzt hier auch fett den Loot besorgen. So fett brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich hole mal nur 4 Sachen. So, eine Sache holen wir uns hier. Das mit diesen, im letzten Update, dass man hier jetzt mit den Schlägern und so das aufkauen kann, finde ich echt praktisch. So, dann holen wir das hier. Ist übrigens irgendwie Shift to Lock aktiviert, ne? Wenn man jetzt hier so guckt, kann ich einfach seitlich laufen. Das ist jetzt auch einfacher gemacht. Damit ist das Movement in Notruf Hamburg verändert. Man kann jetzt, glaube ich, einfacher an Kanten langlaufen. Wir haben hier einen Dealer. Ja, da haben wir auch einen Dealer. Gehen wir da hin. Let's go. Da vorne ist er. Nochmal wieder Tag. Da vorne ist der Dealer. Wir haben jetzt 4 Juwelier und jetzt müsste eigentlich alles auf einmal verkauft werden. Item verkaufen. Ja, Juwelier ist weg. Das verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Ach, hier gibt es auch Rabatt drauf. Ah, sehr cool. In den Waffen gibt es jetzt anscheinend auch Rabatt. Also gerne mal nachschauen. Da kann man wirklich Geld sparen. Vor allem, wenn man den Crime Game Pass, hat und dann noch hier 15% Rabatt hat bei den Waffen. Das lohnt sich wirklich. Wir haben aber noch, bevor ich euch das zeige, mit den Sanitätern muss ich erstmal warten, bis meine Sterne runtergelaufen sind, aber wir haben noch ganz viele andere Updates. Und zwar Added Navigation to Construction Zone near Hospital.
Aber haben wir das? Der Hafen, Krankenhaus ist hier und wir haben den Hafen hier, aber die Construction Area haben wir doch gar nicht. Edit Navigation to Construction Zone near Hospital. Wir machen mal Navigation zum Krankenhaus, aber die Construction Area ist ja hier auf der rechten Seite. Also hier auf der Minimap sehe ich keinen Hinweis, da sehe ich nichts. Also das ist vielleicht etwas, was fehlt. Dann haben wir noch einen Bug für den Wolfsburg Handel. Da sollten irgendwelche Indicators, also irgendwelche Anzeigen, nicht richtig angezeigt werden. Keine Ahnung, was das für ein Bug war. Ich kenne den nicht. Aber den haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Dann wurde noch ein Fehler im Navigationsgerät behoben, dass man hier auf der Karte die Textur des Bodens nicht gesehen hat von Tankstellen. Aber ich glaube, das hat einen auch nicht so richtig gestört. Eine weitere wichtige Sache ist, dass die Hilfs-App erweitert wurde um einen Artikel zum Gefängnis und zum Krankenhaus. Hier ist das Krankenhaus. Ach, da ist jetzt auch Navigation drin. Ah, sehr cool. Da kann man dann draufklicken und dann fährt man direkt zum zum Krankenhaus. Und dann haben wir noch irgendwo Gefängnis. Auf jeden Fall sehr wichtig, dass die neuen Leute da auf jeden Fall dann ein bisschen einfacher ins Notruf Hamburg Game reinkommen. Hier bei der LKW-Firma soll es auch eine Neuerung geben. Dazu starten wir mal die Schicht und müssen hier an die Fahrzeuge reingehen. Und zwar der Stellar S100 Electric soll eine neue Optik bekommen haben. Da sollen ein paar kleine Änderungen gemacht worden sein. Ich weiß nicht genau, was hier erneuert wurde, aber ein paar kleine Änderungen sollen jedenfalls gemacht worden sein. Und ich finde, der sieht immer noch fresh aus. Ich glaube, das ist immer noch der coolste LKW von allen, zumindest von der Optik. Ich finde, der sieht so böse aus. Das finde ich einfach, sieht toll aus. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen beim Sanitäter. Es geht darum, dass wenn wir hier Sanitäter werden und da vorne haben wir hier nur noch 2, 9 und von dem roten, von der Bluttransfusion haben wir gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt auf Ausrüsten klicke, müsste ich eigentlich direkt alles ausgerüstet haben. Und das hat, glaube ich, funktioniert. Oh, endlich. Oh, Junge, endlich. Oh mein Gott, wir können endlich alles auf einmal ausrüsten. Damit sind wir jetzt hier beim Sanitäterjob auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs. Eine letzte Neuerung haben wir. Dazu musste ich mal kurz rejoinen. Ich habe mal kurz meine Walküre rausgeholt. Ihr seht, dass die Walküre hat so einen Partikeleffekt. Da kommen so Laubblätter raus. Wenn ich jetzt ins Auto reingehe, sollten die Laubblätter verschwinden. Ja, die verschwinden tatsächlich. Aber ich versuche das jetzt mal auszutricksen, denn die Laubblätter sollen verschwinden oder die Effekte, wenn man in ein Auto reingeht. So, aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier im Auto sitze, was ein Cabrio ist? Eigentlich müssten die Partikeleffekte noch da bleiben, da das hier alles aus dem Kopf rausgeht. Und, oha, ey, die haben mitgedacht, das bleibt noch da. Sehr krass, Freunde, sehr krass. So, denkt dran, ich bin jetzt Crime Boss. Wenn ihr... Okay, das ist aber wild. Die Effekte sind immer noch da, obwohl ich die Walküre angeblich nicht mehr aufhabe. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so gewollt ist. Aber wenn ihr den Crime Boss Game Pass auch haben wollt, denkt an das Gewinnspiel. Schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Heute Abend, so zwischen 19 und 20 Uhr, pinne ich einen Kommentar an. Die Person hat dann gewonnen. Die Person muss aber auch schon 2 Wochen in meiner Roblox-Gruppe sein. Viel Spaß dabei, versucht euer Glück. Und wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch gerne noch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.